Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe ISACA-Mitglieder, ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zum heutigen ISACA Innovation und Tech Talk. Mein Name ist Matthias Kraft und ich leite die Fachgruppe Innovation und Tech Talk beim ISACA Germany Chapter. Das heutige Thema behandelt die Schatten-IT und gibt Einblicke in die unterschiedlichen Auswirkungen der Schatten-IT auf das operative Geschäft sowie die strategischen Fähigkeiten der Unternehmen und zeigt Lösungswege für den Bebauungsplan der Schatten-IT auf. Ich freue mich sehr, dass wir heute Herrn Professor Dr. Rentrop von der HTWG Konstanz bei uns haben, der uns zu diesem Thema informieren wird. Ich kenne Herrn Dr. Rentrop als Sprecher von einigen nationalen und internationalen ISACA-Konferenzen und bin sehr froh, dass wir ihn heute für den Vortrag gewinnen konnten. Bevor wir starten, noch einige Hinweise. Dieses Event wird aufgezeichnet und mit etwaigen Handouts des Vortrages nach der Veranstaltung auf isaka.de zur Verfügung gestellt. Eine CBE-Bescheinigung wird in circa 2 Wochen nach dem Event an die von den Teilnehmern bei der Registrierung angegebenen E-Mail-Adresse versendet. Fragen an Herrn Dr. Rentrop bitte über die Fragen- und Antwortfunktion stellen. Feedback zum Event, Anregungen, Wünschen bitte an die E-Mail-Adresse der Fachgruppe fg-innovation@isaka.de. Gerade im Hinblick auf die Planungen, die laufen für die Vorträge für den Herbst und das nächste Jahr, hier gerne, sofern Ideen da sind, E-Mail an die Fachgruppe bitte. Und der nächste Tech Talk findet nach der Sommerpause am 7. Oktober statt zum Thema Datenschutz. Michael Morgenthaler, aktives Mitglied unserer Fachgruppe und ehemaliges Mitglied des Vorstandes von ISACA Deutschland, wird uns hier über die technische Seite des Datenschutzes informieren, Datenschutz by Design, by Default und Datenschutzfolgeabschätzung. Die Registrierungen für das Event sind noch nicht online. Das wird in den nächsten Tagen auf der Webseite verfügbar sein. So. Genug der Vorrede an dieser Stelle. Begrüßen Sie bitte ganz herzlich mit mir Herrn Dr. Rentrop auf der Bühne und ich übergebe Ihnen das Moderatorenprivileg. Ja, danke schön. Schönen guten Morgen zusammen. Danke nochmal, Herr Kraft, für die Einladung, für die Gelegenheit, hier in der Runde ein bisschen was über Schatten-IT zu erzählen. Jetzt noch ganz kurz den Bildschirm freigeben. Jetzt ist er freigegeben. Jetzt sehe ich allerdings die Fragen, kann ich mir jetzt noch hier rüberholen. Das heißt also, falls Sie jetzt zwischendurch Fragen stellen, würde ich die dann auch sehen und auch direkt darauf eingehen. Also, ja, ich freue mich, hier Ihnen was über das Thema Schatten-IT erzählen zu können. Mit dem Thema beschäftige ich mich jetzt schon ja, eine längere Zeit, über 10 Jahre. Aber das Spannende ist natürlich, dass es doch ja, immer noch naja, neue Sachen zu entdecken gibt und ja, dass ich Ihnen heute hier über dieses Thema dann ein bisschen was berichten möchte. Ganz kurz noch Einleitung zu mir. Ich stehe hier quasi zwar alleine virtuell, aber ich habe eine Arbeitsgruppe mit dem Kollegen Stefan Zimmermann von der Hochschule Augsburg zusammen. Wir haben also vor über 10 Jahren angefangen, uns mit dem Thema Schatten-IT zu beschäftigen, haben das inzwischen sozusagen zu einer Forschungsgruppe IT-Führung ausgeweitet. Das heißt also, wir beschäftigen uns mit allen Fragestellungen rund um die unternehmerische Führung der IT. Das sind eben Teilthemen IT-Strategie. Also da haben wir uns oder beschäftigen wir uns damit, wie muss man eigentlich eine Strategie entwickeln? Entschuldigung. Welche Teilthemen gibt es dort? Wie sieht der Prozess aus? Wie kommuniziert man eine Strategie? Wir beschäftigen uns eben mit IT-Governance. Da gehört natürlich das Schatten-IT-Thema auch mit rein. Also das kommen wir, sehen wir nachher auch, was dürfen Fachbereiche eigentlich im Bereich IT selber entscheiden, wie soll das IT-Führungssystem aussehen. Und als gelernter Controller beschäftige ich mich natürlich auch mit Kennzahlen und Verrechnungspreisen. Was wir machen mit Unternehmen zusammen, kommen beide von Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Das heißt also, wir wollen Praxisbezug haben. Das heißt, was wir machen, ist, wir entwickeln Methoden,
Wir machen dann den Forschungstransfer, dass wir diese Methoden auch in die Praxis bringen, dass wir das mit Unternehmen gemeinsam diskutieren. Wir machen dann eben auch Coaching, um die Unternehmen zu befähigen, die Mitarbeiter in den Unternehmen zu befähigen, diese strategischen Fragestellungen dann eben auch selbst zu lösen. Und wir haben bei KMU festgestellt, dass die oftmals ja, Schwierigkeiten haben, solche Stabsfunktionen selbst zu etablieren, weil die Teams einfach zu klein sind. Und dort bieten wir dann so ein, was wir als CIO Office as a Service bezeichnen. Da können dann eben unsere Doktoranden unterstützen dann auf laufender Basis die Unternehmen, um ja, diese IT-Management-Funktion auch dann überhaupt betreiben zu können. Also das zur Forschungsgruppe. Was wir so an Themen machen, einfach ein paar Beispiele aus der Halbleiterindustrie, Adaptive Governance-Projekte, wie gesagt, was das genau ist, sehen wir gleich noch. Für einen Bauzulieferer sind wir von der Digitalstrategie zur adaptiven Governance übergegangen. Business Managed IT, also Sie sehen, das Thema taucht immer wieder entsprechend auf in verschiedenen Branchen. Und ja, das, was wir so über die letzten 10 Jahre in dem Themengebiet gemacht haben. Jetzt aber natürlich zum Thema für heute. Also Schatten-IT, strategisches oder operatives Risiko. Ich möchte mit Ihnen ganz kurz nochmal darauf eingehen, was ist Schatten-IT eigentlich überhaupt? Also ne, der Begriff hat sich ja inzwischen doch einigermaßen etabliert, aber möchte nochmal ganz kurz darauf eingehen, auf die Definition und wo es herkommt und auf die Form. Dann natürlich auf die Risiken eingehen, eben ein bisschen schon sozusagen als Spoiler, ne? Also strategisches oder operatives Risiko ist eigentlich eher, die Antwort lautet, es ist beides. Aber wir haben natürlich sozusagen die Tendenz, uns eher aufgrund der Regulatorik mit den operativen Risiken auseinanderzusetzen und geht dann heute auch so ein bisschen dann um die Erweiterung, dass das eben nicht ausreicht, sondern dass wir uns auch mit der strategischen Fragestellung auseinandersetzen müssen und dann sozusagen diese beiden Lösungsansätze. Einmal, wie kann ich eigentlich Schatten-IT operativ steuern? Und als zweites, wie kann ich dann einen strategischen Dialog nutzen, um auch eine Weiterentwicklung dieser Schatten-IT betreiben zu können? Das sind also die Punkte, die ich heute mit Ihnen ansprechen möchte. Als erstes ganz kurz klassische Definition. Was ist Schatten-IT eigentlich? Schatten-IT ist ja das, was die Fachbereiche in Eigenregie bauen, um ihre Prozesse zu unterstützen. Ja, das heißt also, grundsätzlich gehen wir eigentlich davon aus, dass wir hier oben irgendwelche Geschäftsprozesse haben, also Anfrage, Angebot, Auftrag. Und hier unten haben wir unsere Kernanwendung, also unsere Kernbankanwendung, unser CRM-System, unser ERP-System, was auch immer. Das sind also die Systeme, die von der IT bereitgestellt werden. Und eigentlich gehen wir davon aus, dass diese Systeme unsere Prozesse unterstützen. Wir wissen aber auch alle, dass da natürlich große operative Lücken drin sind. Ja, das heißt also, dass eben die Prozesse nicht vollständig von diesen Systemen unterstützt werden. Und das ist dann der Punkt, wo die Fachbereiche, die User, die Anwender einsteigen und sich selber kleine Hilfsmittel bauen. Ja, sei es eben klassischerweise mit IDV-Werkzeugen, also Excel und Access, sei es mit irgendwelchen Cloud-Services und so weiter. Und aus Sicht des Gesamtunternehmens bilden sich da überall so kleine Blackboxes, ne, weil einfach die Schatten-IT intransparent ist, weil sie nicht gesteuert wird, weil sie eben im Verborgenen stattfindet. Ja, und das heißt also, Schatten-IT ist das, was die Fachbereiche in Eigenregie machen, ohne dass es, also machen heißt, Systeme entwickeln und betreiben, ohne dass das irgendwie in ein IT-Service-Management oder in eine Governance-Konzeption eingebunden wäre. Also das so als Kurzdefinition. Woher kommt die Schatten-IT? Rein faktisch kommt sie aus diesen ersten beiden Aspekten. Ja, das heißt also, Schatten-IT entsteht dann, wenn wir wissensintensive Arbeit haben und dort dann der Wunsch nach Automatisierung besteht. Ja, das heißt also, in der Zeit, mit der wir uns damit auseinandergesetzt haben, war der Grad der Wissensintensität, ja, der wesentliche Treiber für Schatten-IT. Das heißt also, je wissensintensiver eine Tätigkeit ist, desto mehr Schatten-IT werden wir typischerweise drumherum finden. Ja, das liegt einfach daran, dass wir die klassischen Transaktionen, die in hoher Anzahl funktionieren, die wie am Fließband durchlaufen, auch in Unternehmen,
dass wir die natürlich schon weitgehend automatisiert haben. Ja, das ist ja das, wo die IT herkommt. Ne? Also Buchhaltung zu automatisieren und ja, hochrepetitive Transaktionen zu automatisieren. Ja, und wir haben uns aber dann in der Vergangenheit und auch heute noch immer dann schwer getan, wenn es wissensintensiv ist. Ja, und dann haben wir natürlich zwei Dinge. Eines, es wird immer spezieller, das heißt, die IT kann schwieriger mit Fachkompetenz damit reingehen. Und das andere ist natürlich, die Mitarbeiter, die diese wissensintensive Arbeit machen, sind natürlich auch immer mehr befähigt, auch selber Tools zu bauen. Und damit trifft dann sozusagen das Angebot intern gleich auf die Nachfrage und dadurch entsteht Schatten-IT. Ja. Und das ist das eine. Das andere ist, also das ist sozusagen das natürliche Maß oder die natürliche Ursache von Schatten-IT. Wir haben hier unten aber auch in Anführungszeichen unnatürliche Schatten-IT-Ursachen, nämlich einfach, ja, ein bisschen bös formuliert, schlechtes Management. Ja, das heißt also ungeeignete Steuerungsmechanismen für die IT, eine emotionale Distanz zwischen Fachbereich IT und IT und Engpässe in der IT, dass also die IT aus Zeit- oder Budgetrestriktionen gar nicht liefern kann. Ja, und das fördert dann die Schatten-IT zusätzlich, weil die IT einfach nicht responsiv genug ist, um auf die Anforderungen der Fachbereiche zu reagieren. Ja, und damit haben wir einfach ja, die wesentlichen Treiber erklärt. Wichtig dabei ist jetzt noch zu sehen, dass dieser Druck auf Schatten-IT, die Wissensintensität, da ist uns natürlich allen klar, dass es im Rahmen der Digitalisierung enorm zunimmt. Ja, und auf der anderen Seite müssen wir sozusagen hier an den unteren dreien, an dieser Fragestellung des schlechten Managements, da müssen wir einfach dran arbeiten, ja, weil das unnötig ist. Ja, aber auf der anderen Seite ist es aber auch klar, Schatten-IT beziehungsweise Fachbereichs-IT wird es immer geben müssen. Ja, also diese Vorstellung, dass wir das wie in den 70er Jahren alles in eine Zentral-IT überführen, das kann und wird nicht funktionieren. Ganz kurz zu den Ausprägungen der Schatten-IT. Also was sind so die typischen Formen, die man ausdifferenzieren kann? Ja, da haben wir mal sozusagen als Strukturmerkmale aufgebaut, die Aufteilung, was machen die Fachbereiche, kümmern die sich auch um die Hardware oder um die Software? Und welche Aufgaben erfüllen sie? Na, Einkauf, Entwicklung oder Betrieb? Und dann sehen wir eben, na, es gibt so früher, das ist heute nicht mehr ganz so relevant. Sie sehen auch an den Prozentzahlen gut wie gar nicht relevant. Das ist der Kauf von Endgeräten. Also, dass die eben Mobile Devices kaufen, dass sie einen PC kaufen und sich unter den Schreibtisch stellen. Das ist heute im Grunde genommen als Standalone-Lösung nicht relevant. Der umfangreiche Teil der Schatten-IT, das haben wir hier mal als kombinierte Lösung bezeichnet. Das heißt also, hier betreibt der Fachbereich eigene Hardware, kauft diese Hardware, beschafft diese Hardware. Natürlich heute nicht mehr physisch, sondern aus der Cloud. Also ne, die Fachbereiche gehen ja auch mit der Zeit, entwickelt darauf Anwendungen und betreibt diese dann. Ja, und in Industrieunternehmen, die wir uns angeguckt haben, waren das 37% aller Lösungen. Dann gibt es die nächste Ebene, das sind so die Anwenderprogramme, die wir hier gesehen haben. Das heißt also, hier wird die Hardware des Unternehmens genutzt, aber es werden eigene Anwendungsumgebungen, eigene Softwareplattformen vom Fachbereich angeschafft und dann darauf entwickelt. Ja, Banken und Versicherungen 13%, Industrie 31%. Und dann gibt es als letztes sozusagen die weiteste Abstufung, die individuelle Datenverarbeitung. Hier ist es also so, dass auch die Entwicklungswerkzeuge von der IT zur Verfügung gestellt werden. Ja, das heißt, Excel, Access sind ja nichts anderes als, also auch Excel ist ja nichts anderes als ein Softwareentwicklungswerkzeug. Und da die Gruppe haben wir also so bezeichnet, dass eben die Entwicklungswerkzeuge schon von der IT bereitgestellt werden und auf diesen Plattformen wird dann entwickelt. Ja, 20% in der Industrie und 87% im Bereich der Finanzindustrie. Und sozusagen als kleinster Teil, aber da muss man sagen, die Daten sind halt schon ein bisschen älter, der Teil der Cloud-Services. Ja, das heißt also, dass eben feste Programme aus der Cloud dann einfach von den Fachbereichen genutzt werden, ohne Eigenentwicklung, ohne Betriebsfragen und so weiter. Da kann man in der Vergangenheit sicherlich sagen, dass dieser Teil jetzt enorm zugenommen hat
ohne dass die anderen absolut zurückgegangen sind. Ja, also es ist nicht so, dass die Excel-Dateien verschwunden sind, sondern es werden zum Teil sogar immer noch mehr. Ja, also das so ein bisschen über das Phänomen. Jetzt wollen wir ein bisschen Richtung der Risiken gucken. Und vor allen Dingen, da fangen wir jetzt erstmal mit den operativen Risiken an. Ja, und was wir uns eben angeschaut haben oder was man sagen kann, ist, dass Schatten-IT ein wesentliches Hilfsmittel auch für kritische Prozesse ist. Das heißt also, es gab in der Vergangenheit oder gibt es in einzelnen Unternehmen immer noch so die Aussage, naja, Schatten-IT, das ist der bessere Taschenrechner, ne? Also wir unterstützen da ein bisschen so kleinere Arbeiten mit. Das ist aber nicht so gravierend. Und da können wir eben, oder haben wir festgestellt, das ist einfach nicht der Fall. Ne? Das heißt, wir haben uns angeschaut, ob der Prozess vom Ergebnis dieses Stück Schatten-ITs abhängig ist. Ja, das heißt also, die Frage ist, bleibt der Prozess stehen oder wird er sehr viel langsamer, wenn dieses Stück Schatten-IT, was wir da uns angeschaut haben, wenn das abgeschaltet wird oder kaputt ist. Und dann haben wir insgesamt gesehen, also 55% aller Schatten-IT-Anwendungen, die wir gefunden haben, waren prozessrelevant. Das heißt also, der Prozess wurde nicht nur einfach unterstützt, sondern der Prozess hing von dieser Schatten-IT ab. Bei 45 war es eher die Unterstützung. Also als Beispiel Unterstützung wäre eben, dass sie so ein Reporting darüber machen, dass sie Auswertungen über welche Statistiken über den Prozess machen. Ja, aber prozessrelevant ist es, wenn zum Beispiel die Produktionsplanung mit Excel gemacht wird oder Preise mit Excel kalkuliert werden und so weiter. Ja, also das war diese eine Einteilung. Und dann haben wir uns aber noch angeschaut, na, wie ist denn die Prozesskritikalität eigentlich? Ja, das heißt also, wie lange darf der Prozess stehen bleiben? Ja, ein Tag, 1 bis 3 Tage, 3 oder mehr Tage. Und haben uns also so eine Business Impact Analyse dann gemacht. Und da konnte man eben feststellen, und das ist natürlich wirklich ja, eine sehr, sehr kritische Zahl, ja, dass 16% aller Schattenanwendungen, IT-Anwendungen, die wir gefunden haben, kritisch waren für Prozesse, die eine Ausfallzeit von weniger als einem Tag haben durften. Ja, und da sehen Sie wirklich die operative Kritikalität. Ja, und das heißt, na, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das ist ganz klar. Wie ich vorhin in der Anleitung schon gesagt habe, ja, Schatten-IT hat eben auch operative Risiken, strategische Risiken, Entschuldigung. Und da können wir eben auch ein paar klassische Themen eben rausarbeiten. Also zum einen ist eben, Schatten-IT skaliert nicht. Ja. Schatten-IT wird klassischerweise als Silo-Architektur gebaut, ohne automatisierte Schnittstellen. Das ist ja auch völlig klar. Das ist nicht die Kernaufgabe der Fachbereiche. Und damit haben wir eben ungenügend integrierte Systeme. Wir haben viele manuelle Schnittstellen. Das ist sehr aufwendig. Aber natürlich eben die Prozesse skalieren nicht. Und das ist vor allen Dingen, wenn ich über Digitalisierung nachdenke. Ja, das heißt also, wenn ich diese Prozesse automatisieren will, dann funktioniert das eben nicht. Ja, das heißt also, vielleicht einige haben es vielleicht wiedererkannt, das hier rechts, das nennt sich Hemmschuh. Ja, das heißt also, die Schatten-IT ist ein Hemmschuh der Digitalisierung, weil sie sich eben nicht automatisieren lässt. Ja, ich habe in der Schatten-IT mache ich keine besonders gute Technologiewahl. Ja, das heißt also, es wird sehr viel unterschiedliche Technologien ins Unternehmen gebracht. Dadurch haben wir eine höhere Technologiekomplexität. Ja, wir haben Parallelarbeiten, dadurch eben höhere Kosten. Und wir haben natürlich auch, und das ist natürlich auch strategischer Weiterentwicklung eben auch ein Problem, wir haben Mangel an Transparenz. Ja, das heißt also, aus strategischer Sicht müssen wir irgendwo einen Bebauungsplan entwickeln und sagen, wo wollen wir denn da eigentlich hin? Ja, jetzt haben wir gesehen, was die strategischen und operativen Risiken sind. Jetzt ist die Frage, wann tauchen die denn auf? Und da hat sich auch ein interessanter Aspekt gezeigt, dass wir nämlich so eine Parabel haben der strategischen und operativen Risiken. Ja, und zwar ist es so, wenn man, was Sie hier auf der Achse sehen, ist, hier auf der X-Achse ist der Umfang der Eigenleistung des Fachbereichs. Das heißt also, wie viel Aufwand stecken die in die Entwicklung dieser Schatten-IT? Und auf der Y-Achse sehen wir die Qualität des jeweiligen Stücks Schatten-IT. Und was man da eben sehen kann, ist, dass wenn da wenig Aufwand reingesteckt wird, das sind dann so diese klassischen einfachen Lösungen, so kleine Excel-Dateien, die einfach nur ja, ein ganz gutes Hilfsmittel sind. Ja, da gehört dann aber eben auch die Nutzung von Cloud-Services dazu und so weiter. Ja, das heißt also,
Hier haben wir eine relativ hohe Qualität, ja, und damit natürlich auch wenig operative Risiken. Ja, weil die Dinger, diese Schatten-IT-Anwendungen, die sind gut gebaut, ja, und sind damit also in Anführungszeichen sicher genug. Auf der anderen Seite haben wir sehr komplexe Anwendungen, ja, also wo wir wirklich eigene Entwicklungsabteilungen in den Fachbereichen haben, wo 2, 3, 4 Leute wirklich große Anwendungen entwickeln. Ja, und was wir da feststellen, ist, dass die natürlich aufgrund der Größe der Anwendung auch wieder eine gewisse Professionalität aufweisen. Also die lernen das dann, solche Anwendungen auch richtig zu betreiben. Ja, das heißt also, die haben dann auch schon Strukturen. Also ich habe neulich noch ein Gespräch geführt mit einem Unternehmen und da hat sich der Fachbereich dann eigene Entwicklungsrichtlinien gegeben und hat gesagt, wie müssen wir eigentlich Softwareentwicklung betreiben? Wie wollen wir das dokumentieren? Die haben so viele Anwendungen entwickelt, die haben sogar ein kleines Architekturmanagement ihrer Excel-Anwendung angefangen. Ja, und da sehen Sie, na, das wird dann, wenn die sehr, sehr viel Zeit da reinstecken, dann hat das einen gewissen Professionalitätsgrad. Das heißt auch hier wieder weniger operative Risiken. Die operativen Risiken treten vor allen Dingen hier in der Mitte auf, ja, in diesem mittleren Bereich. Was hier einfach passiert ist, dass die Komplexität der Anwendungen zunimmt, ja, aber die Kompetenz der entsprechenden Fachbereiche nicht mitwächst. Ja, und dass dann zum Beispiel eben auch falsche Technologien verwendet werden. Das heißt, also wir verwenden Excel für Dinge, für die es nicht mehr gemacht ist. Ja, sondern ja, wir haben dann irgendwelche Benutzungsprobleme, Datensicherheitsprobleme. Und das ist dann einfach ja, operativ gefährlich. Da kann Datenverlust auftreten. Es können aber eben auch Geheimnisse verraten werden, personenbezogene Daten falsch gespeichert werden und so weiter. Ja? Das heißt also, es gibt in der Mitte, ne, also einfache Anwendungen sind klassischerweise operativ relativ gut, komplexe Anwendungen sind oftmals operativ relativ gut. Ja, dieser mittlere Bereich, das ist diese Zone der Überforderung, wo die Fachbereiche einfach Schwierigkeiten haben. Ja? Wo aktuell noch ein bisschen die Gefahr ist, ist, dass wenn wir in Krisensituationen, wie ja jetzt einige Unternehmen vielleicht auch gerade erlebt haben, ja, wenn dann Mitarbeiterwechsel, wenn Einsparungen gemacht werden, diese Professionalität hier sinkt. Ja, das heißt also, dass sich dann Anwendungen, die bis jetzt eigentlich relativ gut betrieben wurden, dass ich dort dazu übergebe, sie schlechter zu betreiben und dann mir zusätzliche operative Risiken einkaufe. Ja, also, wann treten die Risiken auf? Ja, operative Risiken treten vor allen Dingen dann auf, wenn die Fachbereiche überfordert sind. Und das passiert eben vor allen Dingen in diesem Bereich der mittleren Komplexität. Gut. Kleines Zwischenfazit. Was haben wir gelernt? Ja, wir haben gelernt, Schatten-IT gibt es. Ja, Schatten-IT kann auch nicht wirklich verboten werden, weil wir ja gesehen haben, dass es sozusagen ein natürlichen Teil der Schatten-IT gibt, der auch gut und wichtig ist. Ja, Schatten-IT wächst auch, ne, durch die Digitalisierung, durch den besseren Zugang zu Cloud-Services, wächst Schatten-IT. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Hemmschuh für die Digitalisierung. Ja, das heißt, wir können daraus lernen, wir müssen die IT-Steuerung verbessern und zwar an 2 Stellhebeln. Wir müssen einmal operativ eine kooperative Governance aufbauen. Wir müssen also damit diese operativen Risiken in den Griff bekommen, indem wir eine sinnvolle operative Arbeitsteilung gestalten. Das gucken wir uns gleich kurz als erstes an. Und der zweite Schritt ist aber auch, dass wir diese strategischen Risiken in den Griff bekommen müssen, dass wir sagen müssen, welche Schatten-IT haben wir eigentlich? Wie sieht unsere Bebauungsplanung aus? Wie passt die Schatten-IT eigentlich in unsere Unternehmens- und IT-Strategie rein? Und dazu müssen wir einen kontinuierlichen Dialog zwischen Fachbereich und IT aufbauen, der unter anderem, ja, unter anderem auch über diese Schatten-IT dann spricht, ja, um zu sehen, wo wollen wir das überhaupt haben? Ja, also welche Stellen sind denn sinnvoll beim Fachbereich aufgehoben? Nicht aus Risikosicht, sondern aus Architektursicht. Ja, und wir müssen beides tun, um zu einer kompletten Steuerung zu kommen. Und da schon mal die aktuelle Wahrnehmung ist, speziell jetzt in regulierten Bereichen, ist, dass wir natürlich Schatten-IT sehr stark als regulatorisches Problem begreifen.
Ja, und die Regulatorik schaut halt sehr stark aus dieser operativen Risikobrille da drauf. Ja, das Problem dabei ist, wenn Sie das als Unternehmen, aber allein als operatives Risiko, als regulatorisches Problem begreifen, sorgen Sie dafür, dass dieses Thema sich so ein bisschen zementiert und dass dieser Dialog, der so wichtig ist in der Weiterentwicklung, dass der einfach hinten runterfällt. Ja, weil Schatten-IT darauf limitiert wird, ja, wir müssen ja das tun, was die Regulatorik von uns fordert, und ansonsten wollen wir über dieses Thema nicht mehr reden, weil es einfach unangenehm und doof ist. Ja, und damit kriegen wir diese strategischen Risiken einfach nicht so gut in den Griff. Und das sollten wir aber strukturiert angehen. Gut. Als erstes jetzt einmal kurz dieser Blick in diese kooperative und adaptive IT-Governance. Die Grundidee, ja, auch wenn man zum Beispiel in Copit reinguckt, oder auch in ITIL, die Grundidee im klassischen IT-Management, in der klassischen IT-Governance ist, na, wenn wir uns sozusagen unseren Stack an Technologie angucken, na, für verschiedene Systeme, dann sehen wir, dass klassischerweise immer davon ausgegangen wird, dass Entwicklung und Betrieb in der Verantwortung der IT ist. Ja, das heißt, die Fachbereiche definieren die Anforderungen, geben die rüber und die IT entwickelt und betreibt solche Systeme dann. Anhand der Schatten-IT können wir eben sehen, das stimmt gar nicht. Denn was ja tatsächlich der Fall ist, dass wir verschiedene Systeme haben, bei denen die Fachbereiche eben Entwicklung und Betrieb verantworten. Und zwar mal nur auf der Präsentationsschicht, mal auf der Logikschicht, teilweise auch sogar bis auf die Hardware runter. Und es gibt auch Ausnahmen, wo es sogar bis auf die Netzwerkebene runtergeht, wo also die Fachbereiche eigene Netzwerke betreiben. Ja, ein größerer Bereich, wo das tatsächlich auch gewollt ist, ist diese klassische IT-OT-Trennung, wo ja wirklich auch separate Datennetzwerke für die Operations Technology gehalten werden. Ja, also von daher müssen wir einfach anerkennen, es gibt diese Business-Verantwortung und sie ist da und sie ist auch gut. Ja, und das heißt, das Einzige, was wir jetzt tun müssen in diesem Zusammenhang, ist einen regulatorischen Rahmen dafür definieren. Ja, und das läuft im Grunde genommen unter diesen beiden Leitfragen. Ja, welche IT-Systeme darf ein Fachbereich eigentlich eigenständig betreiben? Also was sind die Kriterien, die ich rausgebe, damit ich sage, okay, Fachbereich, du darfst das System, ja, du darfst dieses Stück Schatten-IT, das es dann ja nicht mehr ist, sondern es ist dann Business-Managed-IT. Du darfst dieses Stück Business Managed IT betreiben. Und die zweite Frage ist, wenn ich dem Fachbereich erlaube, das zu tun, dann muss ich natürlich auch als zweites die Frage stellen, welche Qualitätsleitlinien muss er dabei einhalten? Ja, in Kobit-Sprache, welche Kontrollziele gebe ich ihm denn mit? Ja, also in welchem Umfang verlange ich denn dokumentieren, testen, versionieren, ein Betriebskonzept? Was erwarte ich von dem Fachbereich? Ja. Und da ist natürlich klar, diese kooperative, adaptive IT-Governance, die orientiert sich zentral an den Risiken. Ja, die muss risikoorientiert sein. Ja, und das sehen wir dann hier in dem nächsten Bildchen. Was wir da eben machen oder was Unternehmen tun können, ist sich so einen Organisationsrahmen schaffen, also dieses Rahmenkonzept, na, welche grundlegenden Vorstellungen von Security haben wir, was sind sozusagen die nicht verhandelbaren Mindeststandards, wie soll die Gesamtarchitektur aussehen. Also das ist sozusagen der Organisationsrahmen. Und dann haben wir sozusagen individuelle Regelungen für die verschiedenen Services. Ja, das heißt also, es gibt ja eben Fragestellungen, die beziehen sich auf die IT als Ganzes. Ja, also das Serviceportfolio, die Architektur, die Security. Die bezieht sich auf die IT als Ganzes. Das ist unteilbar. Aber es gibt natürlich auch noch sehr viele IT-Aufgaben, die sich auf einen einzelnen Service, auf eine einzelne Anwendung beziehen. Und da kann ich die Verantwortung teilen. Da kann ich sagen, hey, Fachbereich, das kannst du doch machen. Ja, und da kann ich ihm dann auch sagen, wie soll er das denn machen? Ja, also, wie gesagt, testen, Betriebskonzept entwickeln, Dokumentation. Das sind Service individuelle Aufgaben. Und die kann ich dann unterschiedlichen Aufgabenträgern zuweisen und die kann ich aber auch in unterschiedlicher Granularität einfordern. Und um die Frage zu beantworten, ja, wie soll ich das denn machen? Wann will ich denn eigentlich wie viel? Na, da gibt es dann die Möglichkeit, solche Schubladen zu bilden.
Ja, solche Kästchen. Deswegen hier rechts auch das Bild von dem Schrank. Ja, das heißt also, wir haben anhand von verschiedenen Kriterien, na, das jetzt einzeln auszuführen, würde an der Stelle ein bisschen weit gehen, können wir eben sagen, na, wir haben das dann mit einem Unternehmen mal zusammen erarbeitet und da wurde es dann eben, da hat man gesagt, ja, wir möchten gerne diese Metallfarben haben, also Bronze, Silber, Gold und Platin. Ja, das heißt also, anhand von gewissen Kriterien, also vor allen Dingen eben das Risiko und die Komplexität, wurden die Schatten-IT-Anwendungen dann in diese Klassen Bronze, Silber, Gold und Platin eingeteilt. Und dann ist man hingegangen und hat gesagt, also ne, Bronze-Klasse, das kann das Business machen. Also ne, das kann auch die IT machen, wenn sie Größenvorteile realisieren kann. Aber das sind so klassische Business-Anwendungen, die auch im Fachbereich verbleiben. Ja, die sind unkritisch. Na, da liefert die IT keinen Mehrwert. Dann lassen wir das doch im Fachbereich. Ja, also mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist, der Wareneingang in einem Unternehmen hatte sich so ein Cloud-Tool besorgt, wo die LKW-Fahrer sich anmelden konnten, die dort abladen wollten. Die haben dann gesagt, ich komme morgen früh um 10 und dann hat das Meldesystem gesagt, okay, du fährst bitte an Abladestelle an Tor 3 und der andere fährt an Abladestelle 4 und so hat das dann das zugewiesen. Nein, aber wenn Sie keine Just-in-Time-Fertigung haben, ist ein solches System, ist ein schönes Hilfsmittel für den Anwender. Aber da würde ich keine IT-Ressource drauf verschwenden. Ja, weil das einfach so unkritisch ist, dass sich da niemand mit auseinandersetzen muss. Das wäre so ein klassisches Bronzesystem. Ja, in der Silberklasse, da hat das Business die Verantwortung und die IT kommt in so eine Consulting-Funktion. Das sind Anwendungen, die sind heute noch nicht so wichtig, aber die könnten wichtig werden. Ja, also wenn wir über Dinge reden, über Data Science-Projekte oder sowas. Analytics-Projekte. Wenn wir da versuchen, Kundenprodukte, also digitale Services für unsere Kunden zu entwickeln. Ja, das ist heute noch nicht wichtig, weil das noch nicht am Markt draußen ist. Aber wenn es am Markt draußen ist, dann würde es wichtig werden. Und das heißt, ich muss von vornherein eine gewisse Professionalität in die Entwicklung mit reinbringen. Ja, und das bedeutet, dass das Business das treiben muss, weil das muss die Chancen entdecken. Aber die IT kommt in der Consulting-Funktion rein, um dabei zu unterstützen, wie baut man sowas richtig auf? Wie macht man eine Technologiewahl? Was passt denn bei uns in den Technologie-Stack rein? Ja, also das wäre die Silberklasse. Die Goldklasse, na, hier ist das Risiko sehr hoch. Ja, hier brauchen wir die Professionalität der IT. Das heißt also, hier würden wir normalerweise keine Business-Managed-IT mehr zulassen. Es sei denn, ja, das ist so speziell, dass die IT hier keine Kompetenzen mitbringen kann. Und da würde man dann das Business sozusagen zum Subunternehmer machen, also so eine Art Outsourcing an das Business geben für die Entwicklungsleistung. Ja, aber das dann natürlich sehr, sehr eng führen. Ja, und mit sehr, sehr engen Qualitätsmaßstäben führen. Und zum Schluss der Platin-Modus. Ja, hier gibt es keine Business-Managed-IT, hier gibt es auch keine IT-Managed-IT. Hier gibt es nur eine gemeinsam gemanagte IT. Ja, also wenn wir zum Beispiel über gemischte Teams im agilen Setting reden, ja, über Product Owner und Teammitglieder aus den Fachbereichen und Teammitgliedern aus der IT, das sind klassische Bereiche, na, wo man das was man so im Platin-Modus dann anwenden würde. Ja, also hier gibt es nur gemeinsame Eigentümerschaft von solchen Anwendungen. Ja, das ist also mal ein kurzer Ausblick, wie so eine adaptive Governance funktionieren kann, um die operativen Risiken in den Griff zu bekommen. Das war das eine. Kommen wir zum zweiten eben, zu dieser strategischen Steuerung. Und hier brauchen wir eben einen kontinuierlichen Dialog. Ja, das heißt also, wir brauchen einen strategischen Dialog der Fachbereiche und der IT. Ja, hier brauchen wir also vor allen Dingen die Architekturberatungskompetenz der IT, um zu sagen, also, was sind deine strategischen Ziele, liebes Business? Wo willst du hin? Ah, du willst deine Kundendaten integrieren, aber dann kannst du nicht hier 10 Excel-Dateien verwenden, weil die nicht integriert sind. Ja, das heißt also, wir müssen hier gemeinsam diskutieren, was ist die strategische Zielsetzung des Unternehmens? Wie kann IT dazu beitragen? Also was ist der strategische Beitrag der IT für den Geschäftserfolg? Und daraus können wir dann eben eine Roadmap machen für die Anwendung selbst, ja, auch zum Beispiel für die Harmonisierung von Anwendungen,
Ja, also wollen wir redundante Systeme zusammenführen. Aber wir können hier auch über die Roadmap der Business Managed IT reden und sagen, also guck mal, du hast hier ein großes Ding Business Managed IT entwickelt. Wo soll das denn hingehen? Welchen Teil können wir denn integrieren in unsere Kernanwendung? Weil guck mal, du hast dir deine eigene Datenbank gebaut. Das brauchst du doch gar nicht. Wir haben doch da den Datenpool. Wenn wir den noch ein bisschen erweitern, dann haben wir hier eine viel, viel bessere Struktur und eine sicherere Struktur erreicht. Ja, aber eine solche Diskussion bekomme ich nur hin, wenn ich einen sachlichen, strategischen Dialog darüber führe, welche Fähigkeiten brauche ich denn aus der IT heraus, also aus der Technologie heraus für mein Unternehmen. Ja, und das ist die Frage ist, wie kann ich einen solchen Dialog führen und unterstützen? Und das ist das, was wir jetzt sozusagen als letztes mit einigen Unternehmen gemacht haben, gar nicht so sehr aus der Business Managed IT heraus gestartet, sondern aus der Strategie an sich. Aber wir bringen das jetzt bei mehreren Unternehmen auch oder bringen wir die Diskussion rund um die Business Managed IT auch in diese Plattform mit rein. Ja, also in diese Diskussionsplattform. Was wir dazu machen ist, dass wir uns anschauen, wie ist die Wertschöpfung des Unternehmens? Also was tun die Fachbereiche eigentlich den ganzen Tag, um Mehrwert für ihre Kunden zu generieren? Das ist das eine, ne? Das ist klassische Business-Architektur eigentlich. Ja, aber auch da werden Sie mir wahrscheinlich zustimmen, dass das in vielen Unternehmen noch gar nicht so weit ausgeprägt ist. Ja, und dass es auch nicht einheitlich durchdiskutiert wird. Und das Zweite, was wir dann machen, ist, dass wir dann diskutieren für diese verschiedenen Wertschöpfungsaktivitäten, was ist eigentlich der strategische Beitrag der IT? Brauchen wir IT, um diese Aufgabe zu erfüllen? Also beispielsweise Produktion. Ja, wir brauchen unser ERP-System, um unsere Produktion abzuwickeln. Wenn das ERP stehen bleibt, steht die Fabrik. Ja, damit können wir unsere Geschäftsfähigkeit, Produkte herstellen, nicht mehr erfüllen. Ja, das heißt, wir sind von IT abhängig. Wir können aber auch in IT vom Wettbewerb oder wir können von IT abhängig sein im Wettbewerbssinne. Das heißt, das ist ein System, was alle unsere Wettbewerber haben. Also beispielsweise ERP. Wir könnten ja sagen, och, und die operativen Risiken beim ERP sind zu groß. Wir schalten das einfach ab. Wir arbeiten wieder mit Karteikärtchen. Ja, das würde nicht funktionieren, weil sie so teuer und so langsam wären, dass alle Wettbewerber ihnen die Kunden abspenstig machen. Ja, das heißt also, wir haben hier eine strategische Abhängigkeit von IT. Ja, das ist also diese eine Achse dann hier in dem Portfolio. Und die andere Achse in dem Portfolio fragt, wie weit können wir eigentlich IT nutzen, um uns im Geschäft zu differenzieren? Können wir mit IT mehr Umsatz machen? Können wir mit IT Kosten einsparen? Können wir mit IT Risiken minimieren? Ja, also all diese Fragen, ja, dass wir IT nutzen können, um spürbar besser zu werden in Relation zu unseren Wettbewerbern. Ja, und diese Fragen kann man dann für jede dieser Geschäftsfähigkeiten, für jede dieser Wertschöpfungsaktivitäten stellen. Und daraus entsteht dann eben ein Bild über die strategische Rolle der IT für mein Unternehmen, für meinen einzelnen Bereich, aber eben am Ende kann ich das auch über das ganze Unternehmen konsolidieren. Und dann kann ich ja eben auch drüber reden und sagen, also guck mal hier, na, wir haben hier einen strategischen Bedarf für Integration. Wir haben einen strategischen Bedarf für die Digitalisierung von gewissen Prozessen. Ja, und dann haben wir uns also unsere Wertschöpfungsaktivität rausgepickt und haben gesagt, so, die wollen wir digitalisieren. Dann müssen wir ja gleich dann auch sehen, wo haben wir denn wie viel Schatten-IT, wovor haben wir wie viel Business Managed IT? Das heißt, die muss mit erhoben werden und dagegen gemappt werden. Und dann kann ich über die Weiterentwicklung hier diskutieren. Ja, und das Ganze führt dann dazu, also wie ich gerade gesagt habe, das Vorgehen ist, wir diskutieren die Wertschöpfung und den strategischen Beitrag der IT dazu. Wir ordnen die Business Managed IT in diese Wertschöpfung ein und sagen, für welche Aktivitäten brauchen wir das? Und wir diskutieren eben dann eine Roadmap, wo wollen wir hin? Und das ist eben kein einmaliges Projekt, ja, sondern dieser strategische Dialog, den muss ich immer wieder führen, ja, regelmäßig, alle 3, 6 Monate. Ja, und ich binde diesen strategischen Dialog auch ja in mein gesamtes IT-Führungssystem mit ein. Ja, das heißt also, das gehört zu meinem Demand-Prozess, das gehört zu meinem Budget-Prozess. Das gehört einfach, das ist eine Kern-Governance-Aufgabe in meiner jeweiligen Fachdomäne. Also ich habe dann einen Finance-Dialog, ich habe einen Supply-Chain-Dialog, ich habe einen Sales-Dialog.
Ja, und mit denen kann ich dann die Weiterentwicklung dieser Bereiche betreiben. Und die Themen, die dort dann immer angesprochen werden, sind eben zum einen, welche Business Managed IT haben wir eigentlich? Wo soll die hin? Wo ist die richtig aufgehoben? Ja, welche strategischen Demands haben wir? Wie sieht die Strategie dieses Bereichs aus? Also wie ist denn die Strategie, ein Digital Finance zu erreichen? Was müssen wir in der IT dafür tun? Ja, und da können wir dann eben strategisch über Demands reden. Ja, das heißt also, dass wir damit auch die Erfahrung gemacht haben, dass der Eingangskanal in den Demand-Prozess beruhigt wird. Es wird viel weniger sprunghaft. Wir haben ein viel besseres gemeinsames Verständnis der Bereiche, wo das hingehen soll. Und als drittes kann ich eben damit auch Architekturharmonisierung betreiben. Ja, das heißt also, dieser Dialog ist die Plattform, um über Business Managed IT zu reden, ja, aber eben auch alle anderen Themen der strategischen Ausrichtung der IT für einen bestimmten Fachbereich. Ja, und damit kriege ich diese strategischen Risiken der Schatten-IT beziehungsweise der Business Managed IT, kriege ich damit in den Griff. Damit bin ich schon am Ende dessen, was ich Ihnen zeigen wollte. Ja, also wir haben darüber gesprochen oder ich habe Ihnen kurz gezeigt, was ist Schatten-IT eigentlich? Ja, Schatten-IT ist das, was die Fachbereiche in Eigenregie, in Excel, Access mit Cloud Services sich an IT-Lösungen selbst entwickeln, beschaffen und betreiben. Die Schatten-IT ist eben ein operatives Risiko, weil sie eben für Prozesse kritisch ist, auch für kritische Prozesse kritisch ist und wir deswegen eine operative Steuerung dafür brauchen. Ja, wir müssen die Risiken in den Griff bekommen. Die Schatten-IT ist aber auch ein strategisches Risiko. Ja, denn sie hindert uns bei der Digitalisierung, sie hindert uns bei der Automatisierung. Ja, und von daher müssen wir auch einen strategischen Dialog führen, den wir über das klassische risikoorientierte, ja, da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, das, was die Regulatorik uns aufdrückt, ja, in regulierten Branchen. Ja, dass das dort keine Rolle spielt. Also die strategischen Risiken werden dort nur wirklich am Rande, wenn überhaupt, thematisiert. Und dass eben das Drücken dieses Themas IDV, Business Managed IT, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, wenn wir das zu sehr in diese als regulatorische Pflicht sehen und nicht als unternehmerische Aufgabe, ja, dann haben wir das Risiko, dass da was bei verloren geht, dass wir uns nicht so um unsere Business Managed IT kümmern, wie wir das als Unternehmen eigentlich machen müssten. Ja, und da müssen wir dann dringend dran arbeiten. Damit erstmal herzlichen Dank für die Gelegenheit, Ihnen hier unsere Arbeit vorstellen zu können. Und ja, ich freue mich auf Fragen, Feedback, Anmerkungen. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Rentrop, für die interessanten Einführungen in die Schatten-IT. Immer wieder ein interessantes Thema. Bevor ich gleich selbst eine Frage stelle, hier nochmal bitte die Bitte, wenn es Fragen an Herrn Dr. Rentrop gibt, bitte jetzt stellen über die Chat-Funktion, die habe ich gerade noch aktiviert, oder über die Frage- und Antwort-Option in der Webwork-Software oder über die App. Fragen dann bitte jetzt stellen. Ja, ich weiß, bei uns im Unternehmen, wir sind ja im Finanzbereich und wir haben ja auch in der Statistik gesehen, dass eben auch ein Großteil der Unternehmen gerade im Finanzbereich dann unterwegs ist mit Bereich Schatten-IT, insbesondere im Bereich individuelle Datenverarbeitung. Also das ist genau der Punkt, wo wir aktiv sind, wo wir auch, wie Sie es richtig gesagt haben, die Kernprozesse im Wesentlichen natürlich über Standardsoftware abgebildet haben. Aber dann ist dann doch den einen oder anderen an der einen oder anderen Stelle die extra Prozesse gibt, die Standardsoftware nicht abbildet und dort eben teilweise hochflexible Lösungen vorliegen müssen, um das abzubilden. Und entsprechend findet auch hier immer noch eine aktive Entwicklung von IDV statt. Und ich glaube, das wäre auch vermessen zu sagen, dass man das jemals wegbekommen wird durch Abbildung von Standardsoftware. Und also wie gesagt, ich sehe das bei uns im Unternehmen auch immer noch, wie sich das weiterentwickelt und wie das auch seinen festen Platz hat. Das hat auch seine Berechtigung. Es ist eben nur die Frage, wie ist das Ganze gemanagt und ist das Ganze auch entsprechend ja kontrolliert.
Und hat sich auch in Deutschland jetzt einiges getan, noch mit Regulatorik. Die BAIT, die MA-Risk-BAIT, die im Finanzsektor aktiv ist, für die Unternehmen in Deutschland, die BaFin reguliert sind. Dort wurde ja mit der BAIT-Novelle jetzt auch die IDV eigentlich auch einer klassischen Anwendungsentwicklung gleichgestellt. Hier ist so die Frage ein bisschen, gibt es hier von Ihnen schon so Erfahrungen oder Rückmeldungen vielleicht auch aus der Wirtschaft, wie das ein oder andere Unternehmen damit umgeht? Ich sage mal, das klassische Excel-Datei sich oder jetzt sich der Situation gegenüber zu sehen, dass die klassische Excel-Datei jetzt als Anwendung quasi intern im Unternehmen geführt wird. Also wir haben jetzt im letzten Jahr jetzt keine größeren Projekte mit Finanzinstituten gemacht. Also wir haben diese Teilaspekte diskutiert schon auch mit Unternehmen. Aus meiner Sicht ist es ja auch nachvollziehbar. Also es ist auch völlig ja nachvollziehbar, wie die BaFin oder wie die EZB da reagiert hat, ne? Denn man hat ja, ne, die Geschichte war ja, dass man vor 10, 12 Jahren im Rahmen der Finanzkrise dann einfach gesehen hat, dass diese ganzen CDS-Investments halt so hochflexibel gemanagt wurden. Also es gab ja einen Fall, ne, da waren die ganzen CDS-Papiere wurden mit Hilfe von 240 Excel-Dateien gemanagt. Es gab sonst überhaupt nichts da drum herum. Ja, und dann haben die natürlich ein Herzkasper gekriegt, weil es ja überhaupt kein Audit-Trail dafür gab. Ne? Und damit hat dann sozusagen die BaFin, EZB haben dann angefangen, sich um dieses Thema zu kümmern. Und es ist jedes Jahr ist immer dasselbe wieder aufgetaucht. Und jedes Jahr sind wieder neue EDV-Anwendungen aufgetaucht, bei jeder neuen Prüfung. Und irgendwann haben die halt die Geduld verloren und haben gesagt, so, IT wird jetzt nur noch aus der Risikoperspektive bewertet. Uns ist doch völlig egal, ob das das Business oder die Zentral-IT baut. Das spielt doch aus Risikosicht überhaupt keine Rolle. Und diese Darstellung, diese Interpretation, die ist ja auch vollkommen richtig. Wir müssen IT. Also was wir nicht machen dürfen, das gilt für Strategie, das gilt aber auch für Security. Wir müssen IT als Produktionsfaktor begreifen und nicht als Abteilungsproblem. Ja, und diese klassische Unterteilung, die früher immer herrschte, zu sagen, ah ja, das ist zentrale IT, da schlagen wir mit den Mechanismen drauf und ah, das ist EDV, da müssen wir uns gar nicht drum kümmern, das funktioniert nicht. Ja, und von daher kann man, auch wenn das vielleicht einige jetzt hier nicht gern hören, man kann der BaFin und der EZB an der Stelle nur recht geben mit dieser Sichtweise. Ja, also wir müssen das risikoorientiert machen. Was sie dafür brauchen, ist eben, sie brauchen flexiblere, sachgerechte auch dann Governance-Mechanismen. Ja, weil das, was halt in vielen Unternehmen passiert ist, dass ja aufgrund dieses regulatorischen Drucks ja relativ starre und strenge Mechanismen dann da draufgeschlagen wurden. Die sind dann aber in einigen Fällen eben auch nicht mehr sachgerecht und das muss dann so ein bisschen ausdifferenziert werden. Weil was man damit gemacht hat, ist, ja, man hat dann eben, um der BaFin zu folgen, hat man ein großes Regelwerk dann definiert, so sagt, also wenn du dann eine IDV hast, dann musst du so damit umgehen. Ja, was ist denn die Folge in den Unternehmen? Ja, es wird dann gesagt, ah ja, das ist ja gar keine richtige EDV, das ist ja nochmal was anderes. Ja, also man versucht dann unter dieser Regulatorik unter drunter durchzutauchen. Und das halte ich für gefährlich. Ja, also da ist es dann sinnvoll, na, dass Unternehmen eben mit so einer adaptiven Governance darauf reagieren und sagen, okay, ja, die BaFin hat von uns verlangt, wir sollen risikoorientiert vorgehen, dann machen wir das auch. Das heißt aber, dass wir auch wirklich ausdifferenzieren können, welche Anwendung tut denn eigentlich was, ja, und wie wollen wir damit umgehen. Aber das Wichtige dabei ist, Sie müssen das dann als Zentral-IT oder als Fachbereich, ja, Sie müssen sozusagen den, ein bisschen bös formuliert, die BaFin als gemeinsamen Feind sehen. Ja, und heute ist es oft so, dass die IT dann der Überbringer der schlechten Nachricht ist und dann man böse auf die IT ist und dann versucht, diesen IT-Regeln zu umgehen, ja, wobei die IT ja eigentlich auch nichts dafür kann. Ja, das heißt also, wichtig ist, dass man hier an der Stelle eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame Wahrnehmung schafft und sagt, hier, das geht nicht Zentral-IT gegen Fachbereich, um jetzt hier sich um IDV zu kloppen, ja, sondern es geht darum, dass wir akzeptieren, was die BaFin damit eigentlich meint
Und dass wir eine gemeinsame Lösung dafür definieren. Und dafür ist auch nochmal dieser Dialog so wichtig, ja, dass wir einfach verstehen, na, wo soll denn eigentlich die Reise hingehen? Aber dafür müssen wir eine bessere Partnerschaft zwischen Fachbereichen und IT erreichen. Und deswegen auch nochmal mein Hinweis, wenn wir dieses Thema IDV zu sehr als regulatorisches Thema verstehen, na, dann fördern wir dieses darunter durchtauchen. Weil wir dann sagen, na ja, Hauptsache, wir haben es irgendwie formal gemacht und es merkt keiner oder und die nächste Prüfung kriegen wir noch einigermaßen durch. Das halte ich persönlich für unglücklich. Ich weiß nicht, ob damit Ja, Ihre Frage beantwortet ist. absolut. Und da kamen auch noch zwei andere Fragen jetzt rein, die auch in die Richtung gehen. Also das ist wirklich das ist wirklich so der gute Punkt, die Sie da angesprochen haben. Eine Frage, ja. Also ich kann die Frage jetzt auch hier sehen, also kann direkt darauf eingehen. Also die erste Frage hier lautet ja, wie können die Business-Einheiten motiviert werden, ihre Schatten-IT in die Diskussion mit der IT einzubringen? Ganz einfach, indem ich das, was Herr Kraft, das, was Sie ja auch gerade schon gesagt haben, indem ich auch wertschätzend da dran gehe, indem ich sage, hey, Schatten-IT, IDV, das ist nichts Böses, sondern ihr habt das gut und richtig gemacht, dass ihr das entwickelt habt. Jetzt lass uns nur gemeinsam diskutieren, wo wollen wir das denn hin entwickeln? Wo wollen wir, und das ist ganz wichtig, und das kann ich auch fast gar nicht genug betonen, wo wollen wir den Produktionsfaktor IT denn hin entwickeln? Und dabei geht es nicht um die Frage, was macht die IT-Abteilung, was macht der Fachbereich, sondern als erste Frage ist, welche Rolle spielt der Produktionsfaktor IT? Und dann komme ich in eine konstruktive Diskussion rein. Und aus den Transferprojekten, die wir gemacht haben, wir haben immer gedacht, das wären riesige Diskussionen und die Fachbereiche haben überhaupt keinen Spaß, da mitzumachen. Und das stimmt gar nicht. Ne? Also wir haben, wenn wir da so konstruktiv dran gehen, haben wir eine sehr, sehr große Offenheit erlebt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dieses Thema zu diskutieren. Weil wir müssen aus IT-Sicht ja immer anerkennen, das macht der Fachbereich doch nicht aus Langeweile. Der steht doch nicht morgens auf und sagt, heute baue ich mir eine Excel-Datei, ja, sondern der hat ein konkretes betriebliches Problem. Er hat eine Aufgabe, die er lösen muss. Er hat Druck von seinem Chef, er hat Druck vom Kunden. Und dafür baut er sich ein Hilfsmittel. Und das müssen wir anerkennen. Und dann sagen, ja, und meine Aufgabe als IT ist, dich dabei zu unterstützen, den Produktionsfaktor optimal einzusetzen. Und wenn das dazu führt, dass du das selber betreibst, dann helfe ich dir dabei und erkläre dir, wie du das gut machen kannst. Ich gebe dir hier Hilfsmittel und sage dir, guck mal, so musst du dokumentieren, so musst du testen, so sähe ein gutes Betriebskonzept aus für ein System dieser Kritikalität. Ja. Aber immer, wenn ich versuche, die IT gleichzeitig noch zur strafenden regulatorischen Einheit zu machen, dann wird diese Kooperation schiefgehen. Also ich muss wirklich das gemeinsame Problem, nämlich die Nutzung des Produktionsfaktors Informationstechnologie, das muss ich in den Mittelpunkt stellen. Und dann habe ich die Motivation auch. Also wir haben nie erlebt, dass sich da dann einer komplett verweigert hat. Ja, und wie kann ich erkennen, wo in der Risikoparabel sich die innere Schatten-IT-Objekte befinden? Das kriegt man relativ schnell raus. Ja, also wenn man eben die Schatten-IT identifiziert hat, das machen wir typischerweise mit so Self-Assessment-Konzepten. Ja, wichtig dabei ist aber noch als kleiner Randkommentar, Self-Assessment darf immer nur mit Ja-Nein-Fragen funktionieren. Ja, niemals fragen, welche Risikoklasse hat deine Anwendung, A, B oder C. So eine Frage die kann der Fachbereich nicht beantworten und die wird er im Zweifel so beantworten, dass er unter der Guideline drunter durchtaucht. Deswegen immer nur Ja-Nein-Fragen, die auch wirklich objektivierbar prüfbar sind. Also zum Beispiel gehen die Daten, die du produzierst, an den Kunden. Werden mit den Daten Entscheidungen getroffen? Das ist eine Ja- oder Nein-Frage, da kann ich auch nicht lügen, ja, weil Lügen dann sofort evident ist. Ja, das heißt also, ich mache so ein Self-Assessment, ja, und dann, da sehe ich ja dann oft schon die Business-Kritikalität. Und dann kann ich eine ganz einfache Checkliste machen und sagen, hast du eine Dokumentation, hast du eine Versionierung, hast du ein Betriebskonzept, hast du mehr als einen Mitarbeiter, der dieses Tool kennt? Ja, und dann habe ich relativ schnell raus, wo sich das in der Parabel befindet, weil ich, na, wenn ich sehe, das ist von der Komplexität her sehr klein, dann muss ich auch gar nicht mehr so viel fragen, was macht der eigentlich? Wenn ich aber sehe, das hat schon eine gewisse Komplexität
Und der sagt mir dann, er hat kein Betriebskonzept. Er hat noch nicht mal eine Ahnung, was ein Betriebskonzept eigentlich ist. Er weiß gar nicht, wie er testen soll. Bin von Einzelpersonen abhängig. Dann sehe ich sofort, dass ich in dieser unteren Ecke der Parabel bin, weil ich dann kritische Anwendungen habe, die nicht sauber geführt werden. Ja? Und wie gesagt, das Beispiel von letzter Woche da, der Dialog, den ich geführt habe, da war es dann so, wie gesagt, die hatten so ein Architekturmanagement. Das heißt, sie haben da mit dem Fachbereich gesprochen und gesagt, ja, wie managt ihr das denn? Dann hat er gesagt, ja, wir haben hier eine Gesamtdarstellung gemacht, welche Excel-Datei an welche liefert, wie die zusammenhängen worauf wir dabei achten müssen, wenn wir da eine aktualisieren. Dann sehen Sie, okay, die haben sich wirklich gekümmert. Ja. Und ja, die IT sollte Ressourcen bereitstellen, aber die Ressourcen sollten ja insgesamt so eine Art Domänenarchitektur betreffen. Ja, also und was ja was was da eben auch wichtig ist, ist also diesen Dialog zu führen, aber dann eben auch Hilfestellung zu geben. Wie sieht denn eigentlich eine gute Excel-Datei aus? Ja, auch da Communities zu fördern, weil das wird ja jetzt, wenn wir Richtung das nächste, was um die Ecke kommt, sind ja Low-Code-Plattformen. Ja, und da wird das Ganze noch schlimmer, weil das dann eben auch mehr userfähige Anwendungen werden. Das ist ja dann nicht mehr nur Excel, ja, sondern wir kommen jetzt sozusagen zur Stufe Excel 3.0. Ja. Und das müssen Sie begleiten, sonst kommt da Quatsch bei raus. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. Gibt es dazu mehr Informationen oder wissenschaftliche Artikel? Ja, wir haben wir haben eine ganze Menge publiziert, vor allen Dingen zu dem Thema Adaptive Governance. Was wir jetzt noch nicht so publiziert haben, ist dieser strategische Dialog, weil wir da gerade jetzt, das sind ja jetzt die letzten 2, 3 Jahre dabei, das mit Unternehmen einzuführen. Aber da haben wir eben Unternehmen von 500 bis 35.000 Leute jetzt auch mit beglückt. Und das hat eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Aber das ist jetzt noch nicht publiziert, aber da kann ich Ihnen auch, also wenn Sie sich da bei mir melden, E-Mail-Adresse sehen Sie ja hier, können wir auch gerne nochmal hinterher einen individuellen Dialog führen und sagen, was brauchen Sie für Informationen? Oder was kann, weil das, ich habe jetzt nichts fertig in der Schublade, außer dieser Präsentation, ist ja nichts großartig ausformuliert, aber also wie gesagt, zum Thema Schatten-IT insgesamt, da gibt es eine ganze Menge. Ja. Weitere Fragen? Genau, eine Frage haben wir noch, die auch zum Thema, wie schafft man es, die Waage zwischen der Innovation und der Regulation in den Fachbereichen zu finden? Also wie stelle ich sicher, dass mein Management mich nicht als Innovationshindernis in den Fachabteilungen wahrgenommen wird? Auch wieder über diesen Dialog. Ja, weil das Schöne, was wir dabei festgestellt haben, ist, wenn wir mit den Fachbereichen über deren Strategie, über deren Vision diskutieren, so wer bist du und wo willst du hin in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, dann erzählt er typischerweise ja ganz viel, was er machen will. Und dann kann ich ihm erklären, also hör mal zu, ja, das ist gut, aber aus der Art und Weise, aus dem IT-Beitrag, den du erzählt hast, können wir eben ableiten, was IT eben können muss. Ja, und wenn du mir sagst, du bist in diesem Prozess hochabhängig von IT, das heißt, der Prozess steht, wenn du nicht, wenn die IT nicht performt, ja, dann siehst du doch, dass wir Risikomanagement betreiben müssen. Dann siehst du doch, dass wir an Stabilität arbeiten müssen. Ja, also wenn wir hier kurz mal ganz kurz zu dem Bild hier zurückgehen. Ja, wenn wir dann hier rechts unten sind, ja, also hier sind wir hochabhängig, aber wir können uns nicht im Wettbewerb differenzieren. Ja, das heißt, hier ist Stabilität der Handlungsfokus. Und da kann ich dann ja auch, und das verstehen die Fachbereiche ja auch. Man, das ist, die sind ja nicht doof. Das können die ja durchaus nachvollziehen. Und dann sehen die auch, okay, ja, stimmt, mit diesen Anwendungen müssen wir ein bisschen vorsichtiger umgehen. Da brauchen wir Regulatorik. Ja, während ich auf der anderen Seite dann hier links oben sagen kann, hier brauche ich Geschwindigkeit, hier muss ich schnell sein, dann kann ich sagen, ja, an der Stelle, ja, ich brauche ein bisschen Consulting, um drauf zu gucken, dass ich nicht völlig auf dem falschen Pfad bin. Aber jetzt will ich erstmal gucken, ob ich überhaupt Business-Mehrwert generiere. Ja, da kann ich noch ein bisschen sozusagen Security grundlegend anlegen, dass ich nicht völlig auf dem falschen Dampfer bin. Ja, also so wie diese
Leute, die diese fernsteuerbaren Glühbirnen gebaut haben, ja, die waren halt nicht updatefähig. Ja, und die hatten halt ein Security-Problem, aber die waren halt nicht, die konnten nicht aktualisiert werden, also waren das dann Schrottprodukte. Ja, das hätte man von vornherein vermeiden können, wenn halt die IT eine Consulting-Funktion gehabt hätte. Ja, und das heißt also, über diesen Dialog kann ich eben mit reinbringen, welchen strategischen Beitrag leistet die IT für das Unternehmen? Und daraus kann ich ja auch sozusagen das richtige Maß an Security, an Regulatorik auch mit rein definieren und sagen, hey, das brauchst du doch. Ja? Wenn du das willst, dass es automatisiert durchläuft, dann muss das stabil sein. Das willst du doch selber. Und dann verstehen die das. Die Fachbereiche sind ja nur deswegen dagegen, weil sie nicht verstehen, warum das so ist. Ausgezeichnet. Vielen herzlichen Dank. Dann sind wir auch von der Zeit am Ende angekommen. Mein Dank geht nochmal ganz herzlich an Sie, Herr Dr. Rindrup, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns nochmal in das interessante Thema hier einzuführen und jetzt auch in Frage und Antwort zu stehen. Ja, vielen Dank an Sie. Zurück nach Konstanz am schönen Bodensee. Dankeschön. Ich hoffe, Ganz, ganz, ganz kurz noch, wenn ich ganz kurz noch was sagen darf. Und zwar einmal, wir betreiben ja weiter Forschung. Wir suchen aktuell Diskussionspartner für zwei Themen. Das eine ist IT-Kostenmanagement. Und das andere geht eben um die Frage, das, was ich gerade schon angedeutet habe, diese Low-Code-Plattform. Ja, also wie muss ich eigentlich eine Governance rund um Low-Code-Plattform entwickeln? Also na, wenn Sie Fragen zu dem Thema heute haben oder wenn Sie eben grundsätzliches Interesse haben an diesen weiteren Forschungsthemen, würde ich mich auf jeden Fall über eine Kontaktaufnahme freuen. Also das wollte ich noch kurz hinterher schieben. Entschuldigung, Herr Kraft. nee, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ist ja auch ja, interessant hier und wesentlicher Bestandteil von unserem ISACA-Netzwerk, dass man sich gegenseitig unterstützt und auch bei solchen Projekten dann hilft. Ausgezeichnet. An der Stelle möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, wie gesagt, wir machen jetzt Sommerpause und sehen uns dann im Oktober wieder zum nächsten ISACA Innovation und Tech Talk zum Thema Datenschutz. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, Herr Rentrop, und Ich habe zu danken. bis zum nächsten Jahr. Dann bleiben Sie alle gesund und eine schöne, schöne Ferien. Dankeschön. Tschüss.